Wir machen heute überraschenderweise doch nochmal eine Folge zu Monster Hunter Stories. Da erstmal meinen großen Dank an den Yannick Hummer, denn er hatte mich gefragt, ob ich nochmal eine Folge aufnehme. Und ich habe gestern mal reingeschaut und muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert und zwar so begeistert, dass ich hier auf jeden Fall nochmal ein Völkchen hochlade. Denn es gibt zwei neue Monstis, die wir holen können. Das ist einmal der Dunkelfeuer Rathalos und den Magma Tigrex. Den Magma Tigrex kennen wir ja schon. Jetzt können wir ihn endlich auch dann als Ei bekommen. Und was ich noch viel cooler finde, ist folgendes. Denn wenn ich hier auf Mehrspieler gehe, die haben jetzt eine richtig schöne neue Erkundungsmission. Das hier, der Drachenältestenbau. Das ist richtig der Hammer. Wenn du Glück hast, gehst du da rein und bekommst 3 bis 4 Drachenältesten-Eier. Ich meine, ich habe jetzt noch 10 Gold-Tickets. Ich habe die ja nie verbraucht. Und 10 Gold-Tickets, finde ich, ist cool. Die werde ich alle da auch benutzen. Und das ist, denke ich, für jeden Spieler ein richtig schönes Ereignis. Der beste DLC meiner Meinung nach, weil diese Drachenältesten haben nicht selten die besten Gene. Und jetzt, wo man mit einem Gold-Ticket gleich mehrere bekommen kann, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Zudem kriegst du noch Kronkorken, ein bisschen Geld und Erfahrung. Also da kann ich mich echt nicht beschweren. Das finde ich allein schon mal großartig. Und was halt auch geil ist, wir machen jetzt mal 2 Quests. Ich habe jetzt gerade die Ausrüstung an gegen den Magma Tigrex. Wir machen die Quest mal. Denn das ist das zweite, für mich persönlich, größte Highlight. Wir haben endlich mal anspruchsvolle Kämpfe, die richtig Bock machen. Also es macht Spaß, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Zumal auch jetzt es langsam anfängt, dass du deine ganzen Heil-Items auch verbrauchen musst. Du kannst nicht mehr so easy peasy einfach in den Kampf reingehen und sagen, ach komm, dann ja, verklicke ich mich vielleicht ein paar Mal, auch nicht schlimm. Der Gegner, der kann ja eh nichts. Jetzt, ja, der Gegner kann was und es macht Spaß. Es macht Spaß und ich bin gestern stundenlang kleben geblieben und habe dann auf einmal angefangen, Waffen zu farmen und Rüstungen zu farmen, wo ich sonst gedacht hätte, ich werde nicht mehr bei Monster Hunter Stories Bock bekommen. Aber so ist es manchmal. Also da nochmal vielen Dank an Yannick, denn der Einblick in dieses Update, und das ist ja auch das Geile, es ist ja wieder ein kostenfreies Update, da kannst du dich nicht beschweren. Ich weiß, ich habe bei den letzten DLCs schon gemeckert, aber es ist ja auch so, weil da gab es halt nichts Neues. Ich habe ja schon mal gesagt, dem Spiel ist nicht gut getan, wenn einfach nur so jeden Monat mal so 1, 2 neue Monstis kommen. Weil die wenigsten Spieler werden da Bock drauf haben, dann nochmal ein Monster hoch zu pushen, nochmal Gene zu farmen und dann vielleicht dann nochmal irgendwie einen Gentransfer oder weitere Gene farmen und so weiter. Es ist halt immer der gleiche Ablauf. Und irgendwann haben sich die ersten Ermüdungserscheinungen eingeschlichen. Und man hat sich gefragt, wozu farme ich denn überhaupt, wenn es doch eh kaum Monster gibt, die mir das Wasser reichen können. Und jetzt endlich haben sie den Schwierigkeitsgrad angehoben. Richtig cool. Und nicht nur das, also wir haben den Drachenältestenbau, den wir nachher sehen werden, der ist richtig cool. Und die beiden neuen Monstis, die auch ganz cool sind, weil sie halt sehr schwer zu bekommen sind. Oder schwer zu besiegen sind. Und ich habe auch nicht vergessen, es gibt ja immer noch diese Arenen-Quests. Da bin ich jetzt nicht so ein großer Freund davon, aber ich muss sagen, diese Arenen-Quests, die haben halt den Vorteil, die, finde ich, sind schon auch guter Endgame-Content, weil das Spiel gibt dir Belohnungen, wenn du es in einer bestimmten Rundenanzahl auch schaffst. Da sagen wir, du musst jetzt gegen den Vekana antreten. Hast da 20 Runden Zeit. Wenn du es in 15 Runden schaffst, kriegst du irgendwas Cooles. Wenn du ihn in 10 Runden schaffst, kriegst du nochmal was richtig Cooles. Und das sind so die persönlichen Ziele, die man sich legen kann. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich dann auch denke, ja, geil. Dann farm ich hier ein bisschen. Jetzt habe ich es ja einfacher. Hab coole Monstis und kann dann so nach und nach mal mich den Herausforderungen bei den Arenen stellen. Und das ist so, das ist der richtige Weg in genau die Richtung, wo das Endgame auch hätte schon gerne früher landen sollen. Ach schön, freue ich mich. Und aufgrund dieser Freude mache ich nämlich heute auch die Folge. Das ist der einzige Grund. Sonst wäre es so, dass bei Monster Hunter Stories auch nichts mehr von mir gekommen wäre. Aber ja, schön. Vielleicht habt ihr ja auch wieder Bock bekommen. Also wer jetzt lange pausiert hatte. Und ein paar von euch hatten ja mit mir damals schon gezockt und ich weiß, ihr habt auf jeden Fall eine Pause gemacht. Dann lohnt sich jetzt das wieder reinschalten.
weil es einfach viel Content gibt. So, und jetzt sollen wir den hoffentlich besiegen, ne? Ich finde, der Magma T-Rex ist auch der bis hierhin schwerste Gegner. Blöd, dass er Reverto attackiert. Naja, gut, dann nutze ich mal die Gunst der Stunde und werde mein Team mal stärken. Denn ich habe ja was Schönes mitgenommen. Erwachen. So, jetzt kriegt mein Team einen Boost auf ATK, Verteidigung und kritische Rate. Normalerweise für 5 Runden. Da ich aber ein Horn ausgerüstet habe mit dem Talisman-Effekt, sind es 9 Runden. Und das ist schon ziemlich geil. So, jetzt macht er bestimmt Gebrüll. Dann mache ich Folgendes, und zwar hier in dem Kampf. Oh, ich kann Rettern nicht wirken. Normalerweise ist dieser Effekt total billo, weil die Chance, einen Gegenstand nicht zu verbrauchen, aber hier in dem Kampf verbrauche ich sehr viele Gegenstände. Deswegen ist das als Effekt, will ich haben. Ich habe Bock drauf, na mal gucken. Lassen wir uns einmal besiegen. Er macht Feuerpulver. Normalerweise hast du hier, wenn es gut läuft, schon den ersten Bindungsbalken voll und kannst den Ladeattacke spammen, dass er gar nicht erst diesen Feuerschuss macht. Jetzt hatten wir aber eben, naja, wir hatten Pech, dass er Reverto anvisiert hatte. Er ist auch zurückgeflogen, so wie es aussieht. Und ist auch stinkesauer. Und jetzt fängt er nämlich schon an. 3 Attacken, nee, er macht 2 Attacken hintereinander. Schwierige Phase. So, wildes Gebrüll Nummer 1. Und Reißzahn-Kombo, denke ich. Ja, und hier muss ich mir mal was anderes überlegen. Ich könnte jetzt ein anderes Monster hier ins Boot holen, aber habe ich da Bock drauf? Er greift mich jetzt an. Ich könnte ihn kontern, bin danach aber tot. Ja, ich muss mich eigentlich auffallen. Aber was willst du machen? Ich muss kontern. Zwei Siebe schon ordentlicher Schaden. Ja, ist auch blöd, dass der Magma T-Grex sehr oft quittet. Das macht die Sachen noch unangenehmer. So, er macht jetzt Gebrüll. Das ist nicht schlimm. Dann nehme ich einmal uralter Trank. Und das meine ich, wer die ganze Zeit, so wie ich, auch fleißig gehortet hat, der wird gar nicht so eine Schwierigkeiten haben mit der Trankbenutzung. Aber wenn ich mir vorstelle, du hast jetzt nicht so viele Tränke, die bisher hergestellt, was willst du hier bei dem wieder machen? Weil das Überleben ist schwierig bei 2 Attacken, die so viel Damage machen. So, jetzt haben wir zumindest Glück. Muss ich überlegen, was ist denn jetzt schlau? Ich glaube, es ist schlau. Nee, ich sollte angreifen, weil wir können ihn jetzt zweimal unterbrechen. Das sollten wir auch ausnutzen. Drachenhieb ist schon mal geil, das wird ordentlich Damage machen. Zumal unser Boost noch drauf ist. Vielleicht so 3.500. Ah, 3.000 war aber auch nicht so schlecht. Jetzt haben wir schon mal seinen Teil gebrochen. Und er brüllt. Jetzt fängt er wieder an, doppelten Angriff zu starten. Und ja, heilen muss ich mich ja nicht, weil jetzt reite ich ja. Und dann bekomme ich ja eh erstmal ein paar Lebenspunkte wieder zurück. Von daher, das war auch der Sinn hinter dieser Strategie. Also reiten wir auch. Ich weiß nicht, ob der auch umklumpsen kann. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ob das Kopfbrechen was bringt oder Bauchbrechen, seine Füße haben auf jeden Fall nichts bewirkt. Wenn die angeschlagen sind, da sind zwar alles nochmal schöne Punkte am Ende, oder wenn wir einen Teil brechen, kriegen wir bestimmt auch nochmal so ein extra Item. So, und jetzt wird er wieder... Oh, haben wir ein Schwein? Haben wir ein Schwein, das erst auf Gewerter abgesehen hat, weil er wird Geschwindigkeit machen, hat ja rote Augen. Naja, perfekt.
Und wir haben es sogar überlebt. Das ist jetzt Mist, dass er erst Gebrüll macht und dann angerannt kommt. Das gefällt mir nicht. Aber ich gehe natürlich hier auf Nummer sicher und muss einmal meinen Multitrank. Wenn ich Schwein habe, geht Reverto direkt im Anschluss nochmal auf seine dickste Attacke. Oder er verbraucht zu viel Ladungsenergie. Mal gucken, was passiert. Erstmal kommt wildes Geburt, das war klar. Wird mein Panamon unterbrochen? Nein, nein, doch, er wurde umgeworfen. Er wurde umgeworfen. Schrecklich, und er macht es direkt nochmal. Tja, und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Leider. Leider Gottes. Ich kann ihn. Ich muss heilen. Ich muss heilen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er mich jetzt hier dreimal hintereinander besiegen wird. Er macht einen Technikangriff. Okay, haben wir überlebt, schon mal gut. Er hat es nicht überlebt, schon mal nicht gut. Und jetzt wird er nochmal angreifen. Und jetzt macht er halt nochmal einen Dreierangriff. Das ist ein ganz großes Problem. Aber ich kann jetzt machen. Ich muss auf Heilung gehen. Ich muss auf Heilung gehen. Alles andere ist keine gute Entscheidung. Den ersten Angriff werde ich wohl überleben. Ja, komm, ich heil mich mal. Und dann Daumen drücken. Das waren 600 Schaden, Alter. Naja, wenn er jetzt natürlich immer wieder quittet, dann bin ich weg vom Fenster. Weil drei Schläge, dreimal Crit, bist du dreimal weg. Und ausgewichen. Oh, bin ich ein Schwein. Wir konnten ausweichen. Wir konnten echt ausweichen. Naja, dann. Was mache ich denn jetzt? Ich muss Reverto heilen. Sicher, sicher. Wobei, nee, er müsste es überleben. Er müsste es überleben. Nimm mal einen Maxi-Trank. Weil wir werden danach auch nochmal angreifen. Und dann durfte er nicht mehr so viele Lebenspunkte haben. Ich glaube, er hat schon wieder Bock auf Gebrüll. Kann das sein? Ne, macht Feuerpulver. Boah, ich hoffe, ich bin bald mal in meiner Reiterposition. Ich muss reiten. Ich muss einfach reiten. Jetzt müsste mein Palamut auch Sprengschaden bekommen. Er hat es aber überlebt, es war gut die Heilung. So, und jetzt. Ich kann immer noch nicht reiten, das gibt's doch nicht. Ich komme einfach nicht zum Reiten und er macht wieder eine Doppelattacke. Die Runde läuft nicht optimal. Ich brauche sehr viele Items. Ich hätte am Anfang dann doch den Effekt nehmen sollen, dass ich eine Chance habe, dass ich keine Items verbrauche. So, jetzt. Jetzt habe ich endlich mal einen vollen Balken. Mist. Und ich habe vergessen, dass er mich umboxt. Okay, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Ich hoffe, ich werde nicht explodiert, oder? Gibt es eine Explosion? Es gibt keine Explosion. Sehr nice. Dann reite ich jetzt und wir werden ihn... Nein, ich werde ihn nicht kontern. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt eine Geschwindigkeit mache, aber macht ja keinen Sinn, weil Reverto ist danach auch dran und dann ist er weg. Und das war's, da ist er weg. 16 Runden.
Das waren weniger Runden als noch beim Rathalos. Da brauche ich mal so im Schnitt 20. Wir haben auch hier coole Items bekommen, was mich freut, denn damit kann ich die Rüstung weiter aufstärken. Also ich muss den sowieso noch machen. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, kriegen wir auch sein Ei. Das ist es schon mal nicht. Das ist es auch nicht. Das ist auch nicht. Und das war's. Wir hatten Pech gehabt. So ist es. Ich war schon ein paar Mal hier drin. Ich habe ein Ei von ihm, glaube ich, bekommen. Beim Dunkelfeuer-Rathalos sah es dann besser aus. Ja, und das Ei, das werde ich auch direkt entsorgen, denn das war kein schimmerndes Ei. Und die Gene, also es muss schon mindestens ein Goldschimmer haben, damit ich das behalte. Oder es ist halt von einem Monsti, was mir auch generell was bringt, weil es einen schönen Geneffekt hat. Aber das hier, das brauche ich nicht. Ja, wobei, bevor ich es weghaue, kannst du einmal brüten lassen. Ja, und ganz zum Schluss schauen wir uns nochmal unsere schöne Brutsammlung an. Denn ich habe schon ein bisschen was gefarmt. Ja, dass ich nicht hier völlig von meinem Glück abhängig bin. Und er durfte keinen geilen Effekt haben, oder? Ne, hat auch nicht. Das war ein 4-Sterne-Gen mit drauf, aber das durfte Gesundheitsplus sein, mit dem ich aber nicht spiele. Ja. Deswegen, also ich mache es immer so, dass wenn es wirklich kein Ei ist, was mir gefällt, dann von vornherein schon einfach wegschmeißen. Geht ja. Du kannst ja hier in den Eierkarton gehen, wer es noch nicht gewusst hatte. Und wenn du hier Y drückst, kannst es weghauen. Erspart die Ausbrutanimation und dann das langsame Verschicken. Ist eine nette, ja, Spielmechanik, wo man die Sachen ein bisschen verkürzen kann. So, dann auf in die nächste Quest. Das war erstmal noch der Magma-Tieres, den wir im letzten Part schon gesehen hatten. Also ja, es doppelt sich, aber da wir sein Ei hier endlich rausbekommen können, muss der Kampf in die heutige Folge trotzdem mit rein. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ihr könnt ja auch ein bisschen vorspulen. So ist ja nicht. Und ja, Koop-Quest. Wir koopen schön weiter. Bin ich auf Online gegangen? Das war ein Fehler. Also für das Jagen der Trophäen, was die Arenenquest angeht, ist es bestimmt besser, online zu zocken. Aber hier bei so der Erkundung und das ganze Gefarme, wenn man es für sich selber macht, halte ich es immer noch besser und effektiver, vor allem schneller. Wenn du einfach auf Koop das Ganze stellst, dann nimmst du dir so jemanden mit wie Riverto und der macht so viel Damage. Er braucht auch nicht lange, entscheidet innerhalb von ein paar Sekunden, ne? Und ein Online-Spieler, wenn du Pech hast, ist da jemand dabei, der allein schon mit einer schlechten Internetverbindung dafür sorgt, dass du immer eine Minute warten musst, übertrieben gesagt. Und das zieht den Spielspaß halt runter. Das ist immer so schade bei diesen Online-Partien. Da ist es bei einem normalen Monster Hunter-Teil schon besser, weil wenn da jemand ausfällt, weil das Internet weg ist, geht ja für dich der Kampf trotzdem aktiv weiter. Hier ist es ja rundenbasiert und du musst halt warten. Das ist, naja, vielleicht nicht gerade der beste Online-Modus für so ein Spiel. So, und wir gehen auf Drache, denn wir wissen, er ist noch drachenanfällig. Oh, bin ich nicht geheilt? Ist aber nicht so schlimm. Ich kann mich da hier auffallen. Na, oder ist er schon? Nein, es ist ein normaler Rathalos. Und wo muss ich hin? Ich muss auf jeden Fall nach dort drüben. Ja, und den Wächter, den lassen wir. Die ist immer schön bewacht, diese Truhe. Alles, was in meiner Nähe ist, das hole ich mir auch, weil mit ein bisschen Glück sind ja Kronkorken drin. Oder in einer der Runden ist es auch endlich mal wieder passiert, dass ich so einen schönen Goldschein draus ziehen konnte aus einer dieser Truhen. Das ist auch immer ein Highlight, da freue ich mich immer. Denn jetzt heißt es ja, wenn du einen dieser Goldscheine findest, kannst du das sofort ausgeben und rennst in Richtung des Drachenältesten Baus. Ja, Hammer. Ach, die ist auch zu gut versteckt. Nee, nehme ich doch nicht. Dann Kommando zurück. Die Gefahr ist so groß, dort in einen Kampf reinzurennen, den wir aber nicht haben wollen. Denn das frisst alles sehr viel Zeit. Oh, und 10 Kronkorken, da freue ich mich. Kann ich mir schon fast den nächsten Schein holen. Habe ich fast 11. So, wenn jetzt da nochmal Kronkorken drin ist. Oh, Erkundungsschein N. Leider nur N. Aber kann er nicht mal Glück haben.
Da sind wir auch schon gleich da. Das durfte dann hoffentlich nicht ganz so lange dauern. Hier ist noch mal da das. Oh, der versperrt uns gerade den Weg. Gibt's nicht. Er versperrt uns den Weg. Ich habe auch leider keinen. Ach, guck mal, ich kann da nicht durch. Das ist ja auch noch nie passiert. Da muss ich abwarten, bis er weg ist. Da ist er schön. Und Gott sei Dank hatte der Schwanz keine Hitbox. So, den nehmen wir noch mit. Oh, Schutz und Fliehen da. 2x4. Das ist selten. Das passiert super selten. Ich meine, das, was ich habe, ist auch schon ziemlich geil, aber... Was war das? Schutz und Fliehen da. Oh, das ist gut. Das ist gut, weil Schaden senken. Das sind gerade dieser Effekt bei den jetzigen Monstern, das macht schon Sinn. Weil wenn du dich eine Runde lang nicht aufheilen musst, heißt das, der Kampf ist schneller vorbei, weil du deinen Zug für einen eigenen Angriff nutzen kannst. Und bei Schutz plus 4, könnt ihr ja sehen, wenn das greift, das kann den Kampf verkürzen tatsächlich. Verstärkt ausweichen gravierend bei maximal 50 CP. Das ist jetzt nicht so geil. Man versucht ja sowieso immer über 50 CP zu bleiben. Ach, wenn da was anderes drauf wäre. Jetzt habe ich aus Versehen an den Talisman einen anderen genutzt. So, und jetzt rein. Rein in die gute Stube. Der kann nicht so viel. Der macht nur Kraftangriffe. Und wir wechseln auf unser Monsti, was Drachenschaden macht. Wir brauchen den Höllenzinoge. Und ich habe Lebenspunkte nicht aufgefrischt. Ich dachte, ich hätte noch genug dieser automatischen Heilung. Anscheinend doch nicht. Entweder stelle ich welche her oder ich nehme zukünftig mehr Tränke mit. Na egal, hauen wir erstmal rein. Er ist auch Gott sei Dank Schwertschaden anfällig, kann man das sagen? Oder ich glaube, schnittanfällig hier die bessere Bezeichnung. Problem ist, er macht am Anfang sehr viele dieser Kraftangriffe. Und wer Monster Hunter Stories schon ein bisschen spielt, der weiß, es gibt nicht so wirklich gute Drachenangriffe vom Typ Geschwindigkeit. Das heißt, hier habe ich mir einen Effekt mit reingenommen, der schlicht und einfach dafür sorgt, dass er zumindest erblindet ist. War zwar kein Drachenschaden, aber ist immer noch okay. Und Reverto spielt schon wieder nicht mit, das passt mir nicht. Habe ich noch irgendwas zum... Ne, habe ich nicht. Dann... Naja, wir könnten ja mal rein zum Spaß. Ach nee, komm, ich greife weiter an. Ich könnte auch eine Ladeattacke machen. Mir ist aber aufgefallen, das bringt bei dem Kampf gar nicht so viel. Weil nämlich sowieso irgendwann mit einem einzigen Move plättet und dann bin ich auch schon weg vom Fenster. Und dann ist meine Ladeaktion auch gleich mit weg. So, er geht jetzt in die Luft. Normalerweise haben wir hier auch einmal schon kompletten Bindungsbalken voll. Wenn der Gegner gnädig ist, greift er eben nicht Reverto an, dass ich perfekt kontern kann. Und wir haben auch hier doppelt und dreifach so viel Pech. Weil unser Höllenzinogre blöderweise auch genau den Move gemacht hat, der überhaupt nichts gebracht hatte. So, jetzt macht er zumindest Technik, das ist gut. Ja, und wer sich fragt, kann man ihn von da oben runterholen? Ich habe eine Blitzbombe probiert. Hat nicht funktioniert. Scheint überhaupt keinen Effekt zu haben. Und Reverto macht schon wieder das Falsche. So, als ob er wüsste, wir sind hier in der Aufnahme, machen was mal schön schwer. Als ob der Kampf nicht schon schwer genug ist. Aber der Dunkelfeuer-Rathalos hat eben nicht so viel drauf wie der Magma-Tigrex. Also würde mich jetzt wundern, wenn wir hier große Schwierigkeiten haben. So, macht er jetzt seine... Er macht jetzt eine starke Attacke. Dann, ja, greife ich nochmal an. Ich habe ja eh keine Energie. Er macht Giftschlag. Und Giftschlag killt mich auf jeden Fall. Ja, wir hätten als Talisman so einen Status... Negierungseffekt mit reinnehmen sollen. Reverto hat es überlebt, das ist gut. Dass der Gifteffekt bei ihm drauf ist, ist ja großartig. Und jetzt machen wir einfach weiter. Mit Geschwindigkeitsattacken wollte ich gerade sagen. Fuck, er macht Kraft. Naja, dann... Ach komm, ich unterstütze einfach Reverto.
bevor er hier das zweite Mal stirbt. So, mich auffallen muss ich nicht. So, Rathalos wird unterbrochen. Aber wir haben gesehen, wir hätten ihn aber trotzdem in dieser Runde nicht kontern können, weil er es schon wieder auf Gewerter abgesehen hatte. Er greift schon wieder Reverto an, aber diesmal ist es für mich okay, weil wir ihn doppelt kontern können. So, er dreht durch, er sollte, glaube ich, aber trotzdem noch bei Geschwindigkeit sein. Und wem auch schon ein Unterschied zum letzten Kampf aufgefallen ist, der macht halt keine Doppelangriffe. So wie der Magma-Tiger, der in der letzten Phase sogar dreimal angegriffen hatte. Er ist gnädig, er macht dann ganz zum Schluss, glaube ich, wenn überhaupt zweimal einen Angriff und dann war es das. Hier können wir ihn nochmal kontern. Und ich glaube, ich mache das auch mal. Weil ich werde mich danach sowieso aufheilen. Fast ein taue Schaden, richtig gut. Ja komm, ich reite mal. Wir werden aber trotzdem noch nicht unterbrechen. Ich habe das noch nie so probiert. Ich versuche mal Stufe 2 hinzubekommen. Mal gucken, ob es dann irgendeinen Effekt hat auf den Schaden nachher. So, jetzt machen wir einen Bindungsangriff. Urteil des Königs ist eine sehr schreckliche Attacke. Das ist so sein Signature Move, wenn man so möchte. Und danach geht er in die Luft und fängt an, Technikangriffe zu wirken. Aber er bleibt am Boden. Ich könnte mich aufheilen. Ich könnte aber auch drauf pfeifen. Hier komme ich greif weiter an. Das ist ja schon fast normal, dass er mich da killt. So, und jetzt haben wir Schwein. Dass Reverto auch Bock hat auf einen schönen Kraftangriff. Das muss man eben wissen. Er hat ja vorher nicht ein einziges Mal einen Technikangriff gestartet. Und jetzt hätte ich sogar hier nochmal die Chance auf Heilung. Mache ich aber nicht. Ich gehe auf Fähigkeit und mache mal schönen Ladungsangriff. Denn Drachenbeben wird von Reverto nochmal ausgeübt. Und ich erwarte mindestens 3000 Schaden. 3003. Mein Wunsch ging in Erfüllung. So, ich greife auch nochmal an. Ich glaube, er macht jetzt Giftstachel. Giftstachel werde ich überleben. Das werde ich auch nicht kontern. Ne, mache ich tatsächlich nicht. Ich werde nicht kontern, ich werde einfach hier so einen aufgeladenen Hieb machen. Ein Taui. Nice. Auch nice. Das war nicht so nice, aber der Schlag killt mich immer. So, und jetzt wird's knapp. Mögen wir meinen, aber so knapp ist es gar nicht. Denn den Rest, den werden wir schön mit Doppelangriffen überleben. Hier muss ich mich Gott sei Dank dann nicht mehr auffallen. Das werden wir auch so schaffen. Das war die schlimmste Phase und wir haben sie sehr gut überstanden.
Ja, komm, letzter Angriff, Runde 20. Auch hier fällt auf, ich bin immer irgendwo bei Runde 20. Gibt bestimmt einen Weg, um das Ganze noch schneller über die Bühne zu bringen. Vielleicht gibt es einen besseren Drachenangreifer als den Höllenzinnober, ich habe keine Ahnung. Aber es ist eben das Ding, wenn man sich jetzt nochmal ein neues Monsti züchten möchte, dann muss man ja die ganzen Gene nochmal farmen und ja, da hat man in der Regel nicht so viel Lust drauf. Hier auch wieder ein schönes Item dabei gewesen, finde ich gut. Das werde ich dann für die Waffen auch brauchen, denn selbst wenn ich jetzt nur Bock habe auf die Magma-Tigrex-Ausrüstung oder Waffen, dann brauche ich irgendwann auch trotzdem das Item vom Dunkelfeuer-Rathalos. Hier, perfekt. Dann haben wir hier endlich mal Schwein, weil es hat geleuchtet sogar. Das passiert nicht so häufig. Aber von dem habe ich schon so viele. Naja, kann zumindest ein paar Gene von denen farmen und auf Stufe 3 dann bringen. Ja, und dass ich nochmal ein Level abbekomme, das war auch eine Überraschung. Ich hätte gedacht, so bei Level 93 mehr wird nicht passieren. Jetzt bin ich bei 94 und da ist der Elan aber immer noch nicht da, dass ich jetzt sage, ich muss hier unbedingt noch auf Level 99 kommen. Vielleicht macht es einen Unterschied, da nochmal mehr ATK-Punkte in alle Monstis oder meinen einen Helden zu investieren. Aber, naja, wenn es dann zum Schluss bei den Arenenquests das Zünglein an der Waage ist, dann überlege ich mir nochmal nebenbei bis zu fahren, aber ich denke, das mache ich nicht mehr. So, und jetzt machen wir den letzten coolen Shit. Und zwar, ihr habt lange drauf gewartet. Und jetzt kommt da der Drachenältestenbau. Und das ist so cool. Das ist richtig cool. Du hast da komplett random irgendeinen Drachenältesten und die Eier, dass du so viele Eier draus ziehen kannst. Das macht diesen Modus so unterhaltsam und den würde ich eben auch online spielen. Da hätte ich kein Problem. Da hätte ich zumindest mehr Spaß als bei den anderen. Und hier, was nehme ich da mit? Nimm mal den Padamut. Ich glaube, den brauche ich gar nicht. Ich werde mal meine Monstis ändern. Die Gruppe bearbeiten, denn ich finde immer ganz cool. Ich mag immer wieder meinen Blitzschlag Astalos. Der muss einfach mit rein. Ja, und den Silberwinder Kakuga. Der bleibt. Der bleibt natürlich hier mit drinne. Großer Bestandteil. Goldticket. Und jetzt haben wir hoffentlich Schweine und kriegen ganz, ganz viele Drachenältesten. Naja, ich habe es mit einem Silberticket noch nicht probiert. Ihr könnt mir ja da mal eure Erfahrungswerte reinschreiben, ob sich das dann trotzdem lohnt und man ein Drachenältesten-Ei bekommt. Oder ob die Wahrscheinlichkeiten viel schlechter sind. Ich habe es einmal gemacht und von denen, es waren glaube ich 4 Versuche, also 4 Eierspots. Einmal der Boss am Ende und dann hast du ja noch neben dem Boss und seinem Nest noch 3 andere Nester, die du auch looten kannst. Und ich bilde mir ein, es ist so, dass du bei allen 4 ein Drachenältesten-Ei bekommen kannst. Ich habe 3 bekommen aus den 4. Und das ist eine gute Ausbeute. Also einfach mal 3 Drachenältesten-Eier. Das kann man mal machen. Das heißt aber auch, dass wir hier bei der Erkundung uns mehr Zeit lassen werden. Das werde ich nicht skippen, das werde ich alles zeigen. Vielleicht kriegen wir hier noch so einen Schein. Nein, aber eine Empfehlung. Wo ich mich mittlerweile auch drüber freue, denn ich habe bloß noch 20. 20 ist zwar noch sehr viel, aber wenn man anfängt, so ein Monster zu farmen und man möchte unbedingt seine Ausrüstung haben, dann gehen da schon so 3, 4 immer wieder weg von diesen Empfehlungen. Da brauchst du Nachschub. Ich hoffe, dass jetzt hier kein Nest gewesen ist. Ich hoffe es. Wenn wir jetzt hier oben nur 2 finden, gehe ich nochmal den ganzen Weg zurück. Das ist ein Versprechen. Uralter Trank, freue ich mich auch. Ich meine, auch da konnte ich mir noch ein paar herstellen. Aber alles, was ich an Extraweg mir einspare, begrüße ich natürlich. Oh, nochmal einen uralten Trank, finde ich auch gut. Aber noch besser wäre so ein Goldticket. So, da ist schon mal ein Ei und ich bleibe mal auf der Seite. Ich gehe mal weiter nach Osten. Oh, hier auch seltene. Na, die sehe ich ja super seltene. Eine Phasphuline. 3 Stück. Große Phasphulinen. Weil ich habe jetzt so viele Bomben,
Die können wir ruhig mal hinsetzen. Oh, das war sogar so effektiv, dass wir den gleich besiegen konnten. Das ist ja interessant. Habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt. Warte mal, dann muss halt die große auch ausreichen, oder? Ja, locker. Haben wir alle drei besiegen können nach zwei Runden. Mal gucken, was gibt es an Erfahrungspunkte? Bestimmt nicht der Rede wert. Ja, 36.000 ist ein Witz. Es ist ein Witz. Aber why not? Es hätten ja auch andere Fassungen sein können. Es gibt ja noch eine seltenere Stufe. Hatten wir jetzt hier nicht. Ist aber auch kein Problem. Oh, jetzt geht der Weg hinten sogar weiter. Ja, und dieses Biom, das mag ich nicht wirklich. Weil das so verzweigt ist. Du kommst sehr schwierig auch dann wieder zurück. Ich guck mal, ob hier irgendwo... Ich habe es ja nur auf die Eier abgesehen. Auch hier heißt es, Kämpfe vermeiden, wenn es geht. Und so wie ich das sehe, drehen wir hier einmal eine Extra-Runde, oder? Komm, dann gib mir mindestens die Kronkorken. Okay, na immerhin 10 Kronkorken. Ja, nach all den Runden ist mir immer noch so, dass es maximal 30 Kronkorken gibt hier in den Truhen, die aber komplett random verteilt sind. Das hat ja mal jemand reingeschrieben, nee, es gibt auf jeden Fall mehr. Naja, wenn die Questbelohnung auch nochmal Kronkorken benannt, dann ja. Aber mir ist in all den Runden, wenn ich alles loote, ich habe nie mehr als 30 Kronkorken bekommen. Also da ist so ein bestimmter Regler dahinter, denke ich. Hier müssten auch noch mal welche drin sein. 5 Kronkorken. Okay, ist cool. Ja, komm. Wir haben jetzt da unten eine Eierstelle. Da ist auch noch mal eine. Und hier wahrscheinlich auch. Und da ist dann der Boss. Und dann haben wir auch alles gesehen. Aber die nehmen wir noch mit. Es kann ja sein, dass da noch mal so ein richtig schöner Schein drin ist. Auch die Knochen. Ach, schade. Es sah erst so aus. Oh, Gold, Gold, Gold. Und die erste Assoziation war ein Gold-Ticket. Es war auch ein Gold-Ticket, aber leider nur ein Talisman. Eine große Waffenkugel. Davon haben sie aber sehr viel. Wenn wir jetzt Pech haben, müssen wir nochmal kämpfen. Aber das mache ich. Ich ziehe so lange, bis ich den Drachenältesten einbekomme. Das war ein Fehlgriff. Noch ein Fehlgriff? Noch ein Fehlgriff? Noch ein Fehlgriff? Oh, das letzte. Boah, Schwein gehabt. Da haben wir jetzt kein Schwein gehabt. Dass wir jetzt gegen den antreten müssen, ist Mist. Das ist sogar richtig Mist. Aber hey, wir haben das Ei bekommen und kriegen seine Mats. Auf was waren die jetzt anfällig? War der Donner anfällig? Ich weiß gar nicht. Nee, es war ein Eismonster. Der ist doch bestimmt anfällig auf Feuerschaden. Ja, komm, ich nehme trotzdem mal meinen Höhlensnogel. Vielleicht habe ich ja Schwein. Ich kenne die Werte von denen nicht aus dem Kopf. Werden wir mal gleich sehen. Ich habe auch keine Ahnung, was der an Attacken macht. Vielleicht macht der Geschwindigkeit? Mal gucken. Nee, er macht Technik. Okay. 300 Schaden? Satt. Der Schaden war schon mal satt. Ja, Leute, so wie es aussieht, haben wir jetzt hier mehrere Drachenältestenkämpfe. Haben wir ein bisschen Pech, aber es passiert. Das macht dann bestimmt eine Gruppenattacke. Können wir mal... Komm, wir machen mal so einen Ladungstackling.
nicht den mit einer Blitzbombe nach unten holen? Der Kampf gegen den ist schon übelst lange her. Es kann sein, dass der immun dagegen ist. Aber ich habe Bock, das mal zu probieren. Ja, tatsächlich. Okay, cool. Geht, glaube ich, nur einmal, oder? Oder zweimal? Jetzt brüllt er. Das macht er wieder. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was der vorhat. Der ist ja gerade aggro, aber ich weiß, was ich vorhabe. Ich werde mich mal aufhalten. Er macht einen Kraftangriff. Ich habe ja erstmal Zeit. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. 1700. Das war schon mal nicht so schlecht. Weil wenn ich jetzt Glück habe, genau. Jetzt wird er nämlich wieder irgendwas machen, wo er nicht in das 1 gegen 1 möchte. Er macht den Zyklon nochmal. Und da können wir ihn jetzt unterbrechen. Das war schon eine kluge Entscheidung, hier nochmal abzuwarten. Boah, 4000 Schaden. 4000 Schaden ist richtig gut. Was könnte ich jetzt machen? Ich könnte jetzt nochmal für Heilung sorgen. Oder wir sagen, komm hier auch Five drauf. Hauen wir einfach drauf. Wir müssen die Waffe wechseln. Wir machen mit einem Schwerthieb nicht mehr so viel Schaden. Er hat gerade mal die Hälfte verloren. Das ist nicht schlimm, so ein Herz verlieren, das ist okay. Ärgern würde es mich nur dann, wenn er irgendwann so eine Gruppenattacke macht, die ich dann gar nicht mehr ausweichen kann. So, was macht er jetzt? Er hat ja von Anfang an Technik gemacht, oder? Also macht er jetzt weiter mit Technik? Ja. Und ich habe die Waffe nicht gewechselt, dumm. Aber der konnte doch auch so nochmal umgeschubst werden, oder? Es ist halt lange her. Es ist einfach zu lange her. Was machen wir jetzt? Erstmal Waffe wechseln. Wir gehen mal auf... Ja, auf den Hammer. Das Erste, was wir machen, ist... Wir unterstützen mit einem Kraftangriff. Wird eine schöne Doppelkombo. 1700, das ist in Ordnung. Ja, ich muss sagen, ich bin auch begeistert, dass mein Höllensnugel in einer Tour quittet. Das finde ich richtig gut. So, wenn ich jetzt Schwein habe, unterbrechen wir ihn und danach macht Reverto auch nochmal genau seinen Move. Dass wir ihn schön zweimal unterbrechen können. Oder macht er? Kommt er auf 3? Er ist noch nicht ganz auf 3, das ist aber nicht schlimm. Was macht denn der jetzt? Ich habe vergessen, was er vorhin in der Luft gemacht hat. Macht der Kraft? Dann müssten wir jetzt auf Geschwindigkeit gehen. Ist mir aber zu heiß, muss ich gestehen. Ich nutze die Runde für eine Heilung.
Ja, er macht einen Luftritt. Er geht auf Geschwindigkeit. Was musste man ihm hier brechen? Also du konntest ihn auf jeden Fall irgendwo brechen. Vielleicht habe ich Glück und die anderen wollen den Schwanz attackieren. Okay, der Schwanz wurde auch gebrochen, aber es ist nicht der Grund dafür, dass er jetzt nach unten plumpst. Ja, ich denke, wir mussten die Flügel attackieren, aber da ist jetzt die Chance vorbei. Oh, guck mal hier, da brauchen wir bei dem Drachenältesten auch schon sehr viele Heil-Items. War auch überraschend, dass der jetzt kam. Ich bin da auch nicht vorbereitet. Ich müsste mir in aller Seelenruhe nochmal jeden Drachenältesten angucken und da... Weiß ich nicht, kann man sich da besser vorbereiten? Hätte ich mich in dem Moment, wo ich das Ei hatte, auch nochmal umrüsten können? Dass ich dann eine bessere Rüstung trage? Okay, jetzt können wir hier erstmal normal angreifen. Weil Drachenbebenhieb nochmal kommt. So, und jetzt ist er wieder in seiner normalen Phase. Ja, kein Hoffen, dass langsam der Kampf vorbei sein wird. So, er brüllt nochmal. Er dreht nochmal durch. Naja, bleibt er jetzt? Das ist wie vorhin. Ich habe schon wieder vergessen, was er macht. Ach komm hier, scheiß drauf. Er macht eine Drachenältesten-Dominanz. Okay, alles klar. Jetzt haben wir volle Energie, könnten in den Riding-Zustand gehen oder... Wir nutzen mal den Hammer, weil wir so selten den Hammer-Effekt genutzt haben bisher. Alle Gegner. Ein Gegner. Komm, ich nutze mal den Hammer, oder? Ach nee, komm, das ist... Er hat ja keine Teile mehr, die wir brechen können. Ich will die sichere Variante. Ich ride einfach und dann ist damit okay. Ich habe auch hier wieder das Bedürfnis, den Kampf zu skippen, aber ich lasse das am Stück. Weil dann bekommt ihr auch so einen guten Einblick, wie lange so eine Runde dauern kann. Das muss man ja auch irgendwo mit einplanen. Also wenn du mal eben kurz eine Runde spielen möchtest, na, kann passieren, dass genau das hier geschieht. Ich meine, es hätte auch anders laufen können. Wir hätten auch hier... Ah, ich habe doch noch schnelle Heilung. Wir hätten auch hier gleich beim ersten Ziehen des Monsternestes ein Drachenältesten-Ei kriegen können. Jetzt haben wir eins bekommen im Austausch für einen Kampf. Ich finde, das ist immer noch in Ordnung. Besser als gar kein Ei zu bekommen und dann trotzdem gegen Kushala Daora den Kampf machen zu müssen. Also Glück im Unglück, würde ich sagen. So, und hier darf ich auf keinen Fall reinrennen. Haben wir auch geschafft. Sind wir schön umlaufen, das Ganze. Ja, ich kann nur hoffen, dass wir jetzt bei den anderen... dass es da besser läuft. Ich brauche nur ein bisschen Glück. Das ist direkt so das erste... Das erste Mal, wenn wir ein Ei ziehen, muss am besten sofort
ein Drachenältestenei sein. Und dann bin ich doch schon happy. Komm schon, Drachenältestenei. Nicht gut. Drachenältestenei los. Nummer 2. Nice, behalte ich. Nein, fuck! Ich hab mich verdrückt. Fuck it, Alter. Das war ja richtig dumm. Weil wisst ihr, was jetzt passiert? Jetzt haben wir erstens einen Kampf. Und dann noch nicht mal das Ei. Fail. Das war auf jeden Fall ein Fail der Folge. Könnte mich ohrfeigen. Da könnte mich ja ohrfeigen. Naja, es ist... Wir haben Glück. Wir haben Glück, dass es nur ein Höllenzinogre ist. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Er macht einen Technikangriff. Da hatten wir jetzt kein Glück. Aber dem werden wir One-Hit-KO'n, wenn wir eine Chance dazu haben. Soll er uns ruhig angreifen, das ist egal. Hier, toxische Nadel. Und ein Doppelangriff. Okay, es hat nicht so viel gebracht. Wir machen das aber nochmal. Das Gute ist natürlich, dass ich jetzt immer wieder so einen Doppelkonter machen kann mit Reverto, dass ich schön Bindungsenergie zurückbekomme. Kann ich nur hoffen, dass irgendwann toxische Nadel auch greift. Ja, er ist vergiftet. An und für sich gar nicht so schlecht. Oh, er macht von sich aus schon toxische Nadel. Das finde ich gut. Dann greifen wir einfach mal weiter an. Boah, wir haben Pech. Wir haben Pech. Wir haben Pech, dass wir dreimal den Effekt nicht durchbringen konnten. Und ich werde einen Teufel tun und jetzt denen die Gelegenheit geben, dass ich mich erstmal um die kleinen Kinder kümmere. Auf keinen Fall. Wir werden weiter toxische Nadel probieren, bis er weg ist. Viermal. Jetzt haben wir viermal nicht getroffen. Das ist echt Käse. Also normalerweise dauert das... Naja, es kann schon mal so 6 bis 8 Mal passieren, dass es eben nicht greift. Haben wir einfach Pech. Dann müssen wir mit leben. Müssen wir einfach mit leben. Es kann nicht immer gut laufen. Jetzt haben wir ihn endlich besiegen können. Und das Gott sei Dank noch bevor er den zweiten Käfer hat rufen können. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was macht denn der für Attacken? Macht der Technikattacken? Mal aufheilen. Nee, er macht Geschwindigkeit. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Hätten wir auf Technik bleiben können. Komm hier doch geschissen. Machen wir einfach. Wir machen einfach immer schön Angriff. Die haben ja nicht viele Lebenspunkte. Und es war ja auch die eigene Bestrafung. Das hier hätten wir wirklich nicht machen müssen. Das war unnötig. Und das nur, weil ich mich verklickt habe. Aber da hat er zumindest gesehen, wie die Chancen ungefähr verteilt sind. Wir haben jetzt ein paar Mal gezogen. Beim ersten Mal 5. Hier 4. Also 9. Und bei diesen 9 Versuchen war halt 3-mal ein Drachenältestenei mit drinne. Ist die Chance 1 zu 3? Ich weiß es nicht. Aber sehen wir es doch hier, diesen Durchlauf, als so eine Art Test. Wir testen einfach. Wir testen und sehen ein bisschen durch. Ja, so macht man es ja an der Statistik. Damit man hier ein paar valide Zahlen vorlegen kann. Das ist der Erkundungstrupp zurück. Und hier hoffentlich nicht kämpfen. Und hier liegt ein Drachenältester drinnen, nicht gut. Ich
hoffe, ich komme hier aus der Sache heil raus. Komm mit mir, gib mir Drache, das ist ein Ei. Nice, behalte ich. Ja, behalte ich. Behalte ich. Weil ich, also mir ist es wirklich egal, welches Monster ich bekomme. Denn so wie ich das in Erinnerung habe, sind doch sowieso die ganzen Gene gleich verteilt. Also es gibt natürlich spezifische Drachenältesten-Gegner, die nur ein jeder Drachenältester auch besitzen kann. Aber für die, die man so farben möchte, sowas wie, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein Name ein, aber gnadenloses Gen zum Beispiel. Ist das nicht so ein Gen, was auch bei jedem Drachenältesten drauf sein kann? Genau die suche ich halt auch. Oh, da ist ein Kirin. Ich sag mal so, beim ersten Mal war es auch schon ein Kirin. Und jetzt bin ich ein bisschen schlauer, denn ich muss mal gucken, auf was der anfällig gewesen ist. So, wo haben wir ihn denn da, Kirin? Oh, Schwachpunkt Feuer. Und ich habe kein Feuer mit. Und er ist auch resistent gegen Donnerattacken. Wer hätte es gedacht? Bei einem Donnermonsti. Tja, dann mache ich aber Folgendes, und zwar, ja, zumindest unsere Ausrüstung können wir ja schon ändern. So, was haben wir hier? Ich muss mal gucken, was die kann. Schwachpunkt ist Wasser, das ist auch in Ordnung. Finde ich gut. Können wir mit kämpfen, und hier ist dann Schwachpunkt und Klangvoller mit drauf. Naja, dann Action. Dann machen wir zumindest ein bisschen mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob... Also ich habe keine Ahnung, ob das immer ein Kirin ist, der drinnen wartet. Es ist eben das zweite Gold-Ticket. Und beim ersten Mal war es halt auch ein Kirin. Aber auch das war von gestern. Ich weiß auch schon nicht mehr, was der drauf hat. Man müsste sich... 800 Schaden gequittet. Das war gut. Man müsste sich immer so eine Liste hinlegen nebenbei, wo man erkennen kann, welches Monster, ja, welche Angriffe in welcher Phase macht. Und da ich nicht weiß, was er macht, er macht wahrscheinlich Geschwindigkeit. Oder nee, der hatte mich, ich glaube, der hatte mich hier ausgetrickst. Der macht nicht Geschwindigkeit. Der macht, glaube ich, erst Technik und geht dann auf Geschwindigkeit. Ich bin mir aber unsicher. Und da ich mir unsicher bin, stärke ich erstmal mein Team. Dann ist der Zug zumindest nicht komplett verschwendet. Er macht Geschwindigkeit, doch. Da hat er schon die blaue Farbe und macht auch einen blauen Angriff. Hat er mich gerade gewonshottet? Was ist denn da jetzt passiert? Der hat mich gewonshottet. Gibt's das? Und er dreht jetzt schon durch. Geht's noch? Der kann mich doch nicht einfach hier so killen. Was soll denn das? Oh, verstehe. Jetzt habe ich blöderweise auch ein Monster noch mit drinne. Was schwach gegen Donner ist. Muss ich auswechseln. Es ist schade um den Effekt, den ich gerade meinem Monster gegeben habe, aber ich muss es auswechseln. Oh, ich glaube, der Höllensnoge war da nicht auch Donner anfällig. Das war bestimmt kein guter Tausch. Muss ich mal gucken. Aber er hat halt die besseren Attacken drauf. Heile ich mich? Oder unterstütze ich mein Team? Kann alle Gegner betäuben. Auch geil. Naja, ich nehme erstmal wieder eine andere Waffe und dann, ich weiß nicht, macht der... Ich würde gerne ein Herz mir geben. Ah, ich greife mal weiter an. Er macht nochmal Blitzschlag.
Auf wen? Auf Höllensinogre? Ne, auf mich. Der macht mich schon wieder One-Hit. Guck dir das mal an. Ich halte noch nicht mal einen Angriffsstand. Das ist eine Überraschung. Ich halte keinen fucking Angriff aus. Ja, wir sind anfällig. Wir sind echt anfällig auf Blitzschaden. Ich sollte meinen Höllenzinogre vielleicht auswechseln. Oh, hier gehen auch wieder sehr viele uralte Tränke drauf. Das ist meine Befürchtung. So, er macht Elektroladung. Ich weiß nicht, ob er sich stärken möchte. Was macht er? Was ist das? Er hat sich aufgeladen, tatsächlich. Macht er jetzt Kraftangriffe? Ich weiß es nicht. Er hatte ja... Er begann mit Geschwindigkeit. Dann war er aggro, hat Technik gemacht. Jetzt ist er aufgeladen. Er wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit... jetzt Kraft machen. Ich gehe auf Risiko und hoffe einfach, dass es so ist. Nein, er macht Geschwindigkeit weiter. Er macht Blitzhorn. Er ist blind. Bleib verfehlt er. Er verfehlt nicht. Er liegt tatsächlich. Glück im Unglück. Ich wusste auch nicht, dass er zwei Angriffe starten kann. Das war ganz schön risikoreich von mir. Ja, wir hauen da sofort auf ihn drauf. Vielleicht ein Zug verschwendet. Boah, fast 5000. Das war fast 5000 Schaden. Das ist richtig fett. Aber so eine Zahnwette sehe ich nicht so häufig. Oh, und wir haben hier auch Glück, dass wir A tippen können. Denn damit kriegen wir Bindungsenergie zurück. Sehr wertvolle. Die ich direkt danach wieder nutzen kann. Denn dann würde er jetzt wieder ein 1 gegen 1 machen wollen, oder? Nee, macht er nicht. Er macht kein 1 gegen 1. Warum nicht? Was hat er vor? Was hat er jetzt vor? Oder macht er einen fetten Gruppenangriff? Ich weiß nicht, was er machen möchte. Ich gehe mal auf Nummer sicher und nehme eine vitale Essenz. Es würde mich richtig ärgern, wenn er jetzt mich mit einem Schlag doppelt auslöschen würde. Lieber auf Nummer sicher spielen. Er macht Blitzgeschwindigkeit. Er wird schneller. Ich kann das jetzt schwer abschätzen. Ich weiß wirklich nicht, was der macht. Geht er jetzt wieder auf Geschwindigkeit? Oder macht er Technik? Ich meine, Reverto schafft ja eine Runde. Der macht es schon. Er bleibt bei Geschwindigkeit. Hat ein Herz verloren, ist aber nicht schlimm. Er kann es jetzt leisten. Wir allerdings können uns das nicht so sehr leisten, ne? Und wir machen Aufpumpen. Wenn er mich jetzt attackiert, bin ich weg. Er hat aber auch ein Händchen dafür. Vor allem, es sind ja nur drei. Es sind immer nur drei Punkte oder vier. Weil wir haben ganz knapp... Haben wir mit unseren Lebenspunkten, sind wir über diesem Wert. Das ist doch faszinierend. Das ist ja super faszinierend. Na komm, hier, dann mache ich mal einen aufgeladenen Angriff. Ladungstackling. Ich muss mir das nachher in aller Ruhe nochmal angucken und den Kampf ein bisschen studieren. Weil das wirkt so, immer wenn er Blitzschlag macht, kommt danach Technik. Und in jedem anderen Fall macht er immer Geschwindigkeitsangriffe. So wirkt es. Jetzt zum Beispiel macht er doch bestimmt wieder. Blitzschlag und macht dann danach wieder Technik. Mal gucken, vielleicht überlebt er auch gar nicht bis dahin.
Okay, der 2000er Quid mit einem aufladenden Angriff, das sah schon recht gut aus. Hat mir gefallen. 14 Runden. Der war auf jeden Fall nicht so lange wie noch der Kushala Daora. Aber auch hier merkt man, das Spiel zieht an. Man müsste sich dann ein bisschen besser noch vorbereiten. Aber ist okay, solange wir die genügenden Items mit haben. Und auch hier haben wir wieder ein weiteres Drachenältestenei bekommen. Und damit bleibt noch eins in der heutigen Folge zu tun. Und zwar das Ausbrütende. Jetzt habe ich so viele coole Eier. Und ich hoffe, dass da von diesen ganzen coolen Eiern auch da mindestens so drei schöne Effekte mit drauf sind. Ihr wisst, das Genefarm ist immer so eine Sache. Und das ist doch cool, dass du jetzt ein Goldticket ausgeben kannst. Du kriegst hier Kronkorken als Belohnung, Drachenältestenblut und, wenn du Glück hast, einfach mal 4 in einer sehr guten Qualität an Drachenältesteneier. Und das macht Bock. Das macht Bock tatsächlich. Da habe ich richtig Lust, die ganzen Sachen zu farmen. Mats kriegst du auch noch ein bescheiden Drachenältestenei, von wegen bescheidene. So, jetzt Gruppen ausbrüten, Leute. Da sind sie. Ist das nicht ein schönes Bild? Sieht doch Hammer aus. Das sieht doch einfach Hammer aus. Und ich sehe, das hier hat ja sogar eine unterschiedliche Farbe. Ich weiß gar nicht mehr warum. Warum ist denn das so unterschiedlich? Wie viele Drachenältesten gibt's? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Lang ist sehr, kann ich nur sagen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, welches das Nergigante-Ei war und welches jetzt ein anderes. Was war denn hier drin? Ja, wir werden es ja gleich sehen. Alle ausbrüten. Oh, ein Bild. Ein Bild für die Götter. Das ist direkt Thumbnail. Das wird das Thumbnail sein. Dunkelfeuer Rathalos. Wir gucken uns gleich die Effekte eh im Einzelnen nochmal an. Da ist er, der Nergigante. Er hat keine schönen Gene, gefällt mir nicht. Dante Ostra bekommen mit seinen schönen blauen Augen. Er hat... Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das, was ich sehe, gefällt mir erstmal. Das sieht auch schon besser aus, aber mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich da einen hochzüchten werde von diesen neuen Monstis. Das könnte Leiden auf ihm sein. Oh, Orochi-Kirin war ein Ei. Ja, Hammer. Und da ist was Blaues, der Stufe 4 drauf. Gucken wir uns alles nochmal im Detail an. Ja, das ist das einzige Ei, was ich von dem bekommen habe. Ein Magma-T-Rex. Entweder, also ich werde ihn noch ein paar Mal farmen. Wenn ich ihn aber nicht mit einer guten Qualität bekommen sollte, auch nicht schlimm. Naja, wobei, es kann sein, dass der so eine krassen Effekte hat, dass ich gar nicht anders kann, als ihn zu farmen, bis ich ihn dreimal gefunden habe. Kushala Daora war noch mal so ein Ei. Und der hat auch sehr schöne Gene drauf, muss ich mal sagen. Also ich hoffe, dass da irgendwo Leiden zufügen mit drauf ist. Das finde ich immer einen schönen Effekt. Es gibt nämlich viele Monster, die gerade der Blitzschlag Astalos, bei dem habe ich es glaube ich mit reingenommen. Das ist schon geil, wenn so ein Monster paralysiert ist. Also sehr oft kommt der Paralyse-Effekt oder wie dieser Erblindungszustand. Das macht schon so einen Drachenältestenkampf angenehmer. Gehen wir auf Monster verwalten. Und gucken uns die mal einzeln an. So, was haben wir? Wir haben Salzwunde gehen, das ist gut. Das gefällt mir. Erhöht den Schaden für alle Gegner mit einem anderen Schaden, das ist ordentlich. Und wir haben es ja gesehen. Es gibt Monster, die können den Gegner immer wieder erblinden oder vergiften. Und sagen wir mal, du spielst eine Waffe, wo du den Gegner vergiften kannst oder Sprengschaden draufhaust. Dein Monsti macht nur negative Effekte, wie Blitzschlag, Astralos, immer Paralyse. Dann ist Salzwunde plus 4 ein sehr starker Effekt. Da bin ich schon mal froh, das hier bekommen zu haben. Und Harmonie ist auch nicht so schlecht. Senkt Bindungsladungskosten. Na, wobei, doch, das kann ich dann doch eher nicht gebrauchen.
Selbstheilungsgen brauche ich nicht und Salzwunde-Gen nochmal. Sehr schön, sehr schön. Staubgen. Das ist, glaube ich, auch sein normales Gen, was er immer hat, oder? Leiden aufheben brauche ich nicht. Ja, ja, er hat schöne Verteidigungsgene drauf, aber ansonsten nicht so geil. Hier ist nochmal Leiden zufügen. Da haben wir schon mal 3 starke Effekte gefunden. Ne? Und Anti-Siegel-Gen. So, er hat Konfrontations-Gen. Oh, das ist auch gut. Ich mag diesen Effekt. Schon 4-mal gute Gene bekommen. Staub-Gen. Gruppenattacke. Fügt allen Gegnern mittleren nicht-elementaren Schaden zu. Auch eine Gruppenattacke. Das ist, glaube ich, ein neuer Effekt. Fügt einem Gegner starken Feuerschaden zu. Belegt sofort mit Sprengschaden. Zählt das als anormaler Status? Ich glaube ja, oder? Weil ihm könntest du ja locker direkt alles auf Sprengschaden gehen. Weil wenn das eine 100% Garantie hat, hier einfach Salzwunde drauf und dann ist Magma Tigrex der ultimative Burner. Harmoniegen ist auch schön. Nee, was nicht? Mensch, was sag ich denn andauernd? Es gibt ein Harmoniegen, was das ist, wirklich schön. Das heißt aber anders, wo du nicht weniger Kosten hast, sondern wo du einfach mehr oder schneller Bindungspunkte erhältst, statt dass es weniger kostet. Da finde ich den Effekt besser. Und das hier ist Seelenbindungsgen. Ja, genau das hier. Bindungsbalken füllt sich sehr schnell. Das ist dann wieder eine Sache, die finde ich cool. Und da ist sogar schon ein Stern drauf gewesen. Hammer. Was haben wir hier noch? Explosionsdämpfer gehen. Hebt Sprengschaden auf. Brauchen wir nicht. Und hier unten genau. Ah, nee. Feuerball gehen. Da war noch mal das Staub gehen. Also, ich bin zufrieden. Das war eine schöne Runde. Die werde ich auch so am Stück hochladen. Ich muss mal gucken, wie lange es jetzt gedauert hat. Und auch am Ende sage ich nochmal, danke, dass ich hier erinnert wurde, dass es überhaupt das Update gibt. Es macht Spaß. Ich werde wieder mehr spielen. Ich gucke mir die Arenenquest nochmal an und ich werde, nachdem ich alle meine Goldpässe verhauen habe, mir bestimmt nochmal die Mühe machen, um dann so 1, 2 neue Monsties mir zu züchten. Oh, habe ich Bock drauf. Und dann mal gucken, ob wir uns dann nochmal wiedersehen. Weil es war noch nicht das letzte Update. Es geht ja immer noch weiter. Und dann habe ich ab heute dann doch mehr einen größeren Blick wieder drauf auf Monster Hunter Stories 2. Schön, also ich bin zufrieden. Wochenende kann kommen. Und euch dann ebenfalls ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Part. Ade und tschüss.